Radio habe ich, Routen habe ich. Radio hast du? Ja. Gerade eingesteckt. Warte, ich muss. Jetzt. Es geht ein bisschen schwer. Oh, hast du die EVP gerade gehört? Ja, Wahnsinn. Krasser Scheiß. Geh jetzt zusammen, du Ding. Ist anschalten? Ja. Jetzt hast du direkt Aufnahme gemacht. Der ist noch offen hier. Warte, dann machen wir das mal richtig zu. Jetzt müsste es angehen. Mhm. Und Insta-Aufnahme läuft. Jetzt. So, geh mal die Straße lang hoch, oder? Wollten wir eigentlich machen, oder? Ja, ne, weil da braucht man die durch den ganzen Wald robben. Gina, kannst du mal erklären, wo wir schon wieder sind? Am Wald. Jetzt sind noch am Wald. Ja. Gleich sind wir hier wieder im Wald. Ja. Und wir hören auch schon wieder die Aaskrähen, die wir letztes Mal gehört haben. Gleiche Stelle wie letztes Mal. Wer sich daran erinnern kann, das letzte Video sind wir dann am Ende hier auf dieser Straße zum Auto zurückgelaufen. Und jetzt machen wir es gerade umgekehrt. Wir laufen jetzt an der Straße wieder entlang. Bis zu der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Macht ja vielleicht auch Sinn, weil die Ecke jetzt hier, wo wir jetzt entlanglaufen, die haben wir ja beim letzten Mal uns angeschaut. Und wir finden aber den Rest, wo wir dann abgebrochen haben, auch sehr interessant. Und da wollen wir jetzt mal weitermachen. So sieht's aus. Zudem haben die Seelchen und Energien ja was davon gesagt, dass hier irgendwo dann gesperrt ist. Hier ist auch noch ein Stein mit einer 12. Ja. Und ja, wir schauen einfach mal, wie weit wir heute kommen. Ob wir vielleicht irgendwo dann in diese Richtung hier. Ja. Jetzt ist der Ding wieder ausgegangen. Der Bildschirm, warte, ich drücke. Ja, tipp mal drauf. Genau, in diese Richtung.
ob wir da vielleicht noch irgendwo auf einen Zaun treffen dann. Ja, genau. Letzte Aussage, ihr habt es ja gehört im Video, war, da hinten kommt man halt nicht durch, ist abgesperrt irgendwas. Das werden wir jetzt erörtern. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Oder war ja. Das noch weiter? Waren wir um die Kurve rum? Sind wir an Matthias sein Auto vorbeigelaufen? Ich glaube, der stand da. Ja, stimmt. Dann gehen wir mal da rein. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Wenn nicht, dann haben wir halt ein kleines Stück noch mal mit drauf, wo wir schon waren. Genau. Ist ja egal dann. Da steht ein Dinosaurier. Zausier? Ne, guck mal, der eine Baum da hinten, der sieht aus wie so ein Dinosaurier. Ja, ich sehe es. Oh, guck mal, und hier haben wir gleich schon die ersten Bunkerfundstücke. Ja, ich habe hier jetzt schon wieder eine Tüte gefunden. Was hast du gefunden? Eine Tüte. Ja gut, das wird hier viel rumliegen am Straßenrand. Ja gut, aber wenn man nicht wenigstens mal reinguckt, oder? Ja. Aber das ist schon, das war mal ein gelber Sack. Das war mal ein gelber Sack. Okay. Okay. Hier ist auch noch ein Stück gelber Sack. Oder irgendwie sowas. Würstchen waren das mal. Okay. Würstchen. Na prima. So, und hier habe ich ein Stück Bunker gefunden. Guck. Oh. Okay. Also auf jeden Fall ein großer Schuttberg. Hier mit irgendwelchen. Es liegt auch wieder so ein Eimer, so ein rostiger, so ein komischer. Ja, das ist hier unten drin, ist auch ein Eimer und Autoreifen. Direkt an der Straße, ne? Leute, hier hinten ist die Straße, ihr seht die noch. Ja, irgendwie ist das hier ein Stück Haus auf jeden Fall. Es ist wie wenn was zusammengefallen ist und ist halt dann da liegen geblieben, ne? Genau. Hier muss mal irgendwas gestanden haben. So eine Kiste. Also ihr seht's, Leute, das ist hier Kraut und Rüben. Es ist sehr schwer, sich hier zu konzentrieren, um irgendwas zu finden oder ja, dass einem irgendwie gewisse Sachen auffallen, weil hier einfach so viel Sachen liegen, die hier eigentlich nicht hingehören. Was eigentlich auch schon wieder echt schade ist. Ja. Hier liegt auch noch wieder so eine alte Bierflasche. Oder was das hier ist. Ja. Hier hat irgendjemand rumgegraben. Ich bin mal ein bisschen blöd gelaufen. Ich würde sagen, wir kriechen hier unter dem Baum durch. Irgendwie. Ja, hier kann man lang. Voll die Liane hier. Ja, ich habe schon gesehen. Also, Tarzan ist auch hier unterwegs. Ja. So, ihr Lieben, heute haben wir die Puschels wieder mit. Heute könnt ihr wieder auf Puschels reden. Genau. Wir freuen uns, heute wieder hier bei euch sein zu können. Und wir suchen die Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, aber wir haben uns schon wieder verfranst hier. Nee, ich weiß wo lang. So ein bisschen. Ja? Ja. Ich nicht. Also ich meine die Richtung, ja, aber. Wir müssen da, guck mal, da ist der Berg, der große. Ja. Folge mir einfach, ich kenne mich überall aus, in jedem Wald. Ich habe mich auch noch nie verlaufen. Ich folge dir unauffällig. Jetzt höre ich die Seelen aber alle lachen. Ich habe mich noch nie verlaufen im Wald.
Hier geht es wieder berg runter, berg hoch. Leute. Da liegt auch wieder ein Riesenreifen. Hier. Ich sehe ihn. Ich habe mal die Hoffnung, dass man hier so über eine Lichtung kommt und dann hier unten Rehe drin herumstehen. Ich weiß, wo wir sind. Da unten liegen die Knochen. Da, hier kommt der Weg runter, geht hier lang und dann sind wir da hochgegangen und genau da hinten haben wir aufgehört. Okay. Und wir müssen jetzt im Prinzip hier runter. Yippie. Yippie. Am Arsch. Leute, aber das geht. Das geht hier wirklich schnell runter. Ich gehe wieder vor und du, also ich teste den Weg. Guck mal, hier könnte man lang. Hier sind doch irgendwelche. Boden ist relativ gut fest. Aber hier ist es matschig. Okay. Muss ich hier noch da oben. Aber da ist gar kein Haltebaum. Du, wenn du hier runterläufst, hier versuch gegen den etwas dickeren Baum hier zu laufen. Da kannst du dich auf jeden Fall anhalten. Sozusagen. Schön langsam. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Und hier ist es jetzt nicht mehr so steil. Ja, hier. Geht's jetzt schon? Eieieiei. Das ist eine Gegend, also. Ja, ich finde sie so krass geil. Ne, liegt auch noch wieder, guck mal, hier mitten im liegt hier noch so ein Baustein. Ja. Ja, ihr Lieben, wir sind tatsächlich immer noch auf der Suche einmal nach interessanten Sachen. Ja. Aber auch, ihr wisst es ja eigentlich, auf der Suche nach Alice. Hier ist der liegt sogar noch hier der Knochen. Ja. Und wenn ihr uns irgendwie helfen könnt, dass ihr uns in die richtige Richtung lotst, dann versucht das bitte. Da würden wir uns echt freuen. Boah, hier liegt alles voll mit. Ich würde auch bitten, den Herrn Ludwig Kumpf und die Emily heute uns zu helfen, dass wir eine gute Kommunikation hier haben können. Ich habe die da mal hingestellt. Ja. Mal gucken, ob wir noch was finden. Vielleicht finden wir ja tatsächlich noch einen Schädel von einem Tier oder so. Weil wo Knochen sind, hat er da. Das wird irgendwo hier irgendwo rumliegen alles, aber denke ich mal, aber ja. Die Frage ist, A, wo? Und zweitens sind die Knochen. Ach guck mal, das ist auch neu. Ja, hat auch irgendwas gescharrt. Hier hat irgendjemand gescharrt. Ein Schwein vielleicht oder so. Ja. Wir versuchen uns auch relativ laut zu unterhalten, ja, weil Tatsache jetzt Frischlingszeit ist und die Wildschweine jetzt Babys haben. Und genau, das wollen wir eigentlich nicht, dass wir da stören. Deshalb versuchen wir uns, hört sich blöd an, aber wir versuchen uns laut zu unterhalten, dass wir die nicht irgendwie erschrecken, wenn wir plötzlich dastehen. Genau, dann wissen die, dass wir kommen. Und die dann plötzlich hier auf Angriffsmodus gehen. Würde ja jede Mama machen, ja, um ihre Babys zu beschützen. So, und da oben, ja, Leute, ich habe das Video, das andere sind wir gerade am Auswerten noch.
wir haben das auf dem Video gesehen, es kommt nicht so rüber. Es kommt nicht so rüber, wie es hier in echt ist. Nee, nicht wirklich. So, und hier haben wir das letzte Mal aufgehört irgendwo. Ja. Und wir müssen in die Richtung. Ich meine, wir standen hier auf diesem kleinen Hügel. Genau. Ja. Und wir sollen in die Richtung gehen, oder wir wollten in die Richtung gehen. Und da wurde gesagt, das ist abgesperrt. Und das gehen wir jetzt zu gucken. Das gucken wir mal, ja. Und das gehen wir jetzt gucken. Und hier haben überall die Wildschweine. Hier geht auch so eine Art Rampelpfad weiter. Da geht es dann wieder den Berg runter. Aber wie gesagt, wir haben noch das Frühjahr und den Sommer vor uns. Was, Trampelfahrt? Trampelfahrt ist nichts für uns. Trampelfahrt. Wir werden hier noch sehr viel Zeit verbringen, glaube ich. Trampelfahrt benutzt jeder. Wir sind doch nicht jeder. Ich habe so dieses Gefühl, dass uns dieser Wald nicht mehr loslässt. Ja, und hier gibt es ja auch so viel zu entdecken, ne? Ja. Ach, das ist ein Flugzeug, okay. Ich dachte, da hat was getrampelt. Das war ein Flugzeug. Okay. Ja. Was ist hier eigentlich passiert? Da hinten? Ich zeige jetzt aber mit den Routen drauf. Ich gehe jetzt nicht hin. Hier liegt wieder ein Teil von dem vermeintlichen Staubsauger. Das okay. Ist das lila. Ah ja, ich sehe es von hier. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf der Kamera kennt. Rechts neben den Baubäumchen da. Ja, oder was auch immer war. Ich will mal gucken, was hier passiert ist. Ah, hier haben sie. Ah, hier ist ein Baum entwurzelt. Boah, guck dir mal die. Oh, weißt du, wie da viel hat wer gebuddelt. Hä? Da hat wohl wer gebuddelt. Ja, hier sind doch ganz viele Tierspuren im Sand. Aber ist nicht mehr zu erkennen, was das für ein Tier war. Ja. Wir gehen mal hier so in die Richtung. Mhm. Irgendwie hier am Hang lang oder so. Ja. Gucken wir mal, ob wir hier lang kommen. So, ihr seid bei der Paradara. Ey, das ist ja hier wie so auf die Alpen hier. Hier rechts geht es steil runter. Hier links geht es steil hoch. Und wir laufen hier so einen Kamm lang. So ein Pfad. So. Leute. Hier über Bäume. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Ach du Scheiße, ne? Hier können wir ja eine Weile laufen, ey. Das ist ja kein Ende. Ja, ist doch cool. Okay. Wollen wir hier so unten so lang gehen, oder? Ja. Krass,
schon krass, ne, dabei. Echt krass. Da über den Berg da, da liegt erstmal ein Baum oben auf der Krone drüber, ne? Ja. Und ich habe einen Knochen gefunden. Wieder ein? Ja, na, diesmal, hier waren wir ja noch nicht. Ach, hier laufen noch die Ameisen dran rum. Oder Fliegen. Was ist das? Sind das Fliegen? Ja. Sind das Totenfliegen? Das weiß ich nicht. Dann ist der Knochen frisch. Da ist frisch. Aber auch Kacker nebendran. Ach so, na, das will ich, ah, ist deswegen, ja, ja. Deswegen? Ja, da hat hier an den Knochen rumgenagt und direkt mal dahin geschissen. Oder hingekackert, ja. Okay. Ah, ja, guck mal, der ist jetzt wieder auffällig von der Farbgebung her, ne? Der sieht noch sehr frisch aus, ja. Ja, würde ich auch behaupten wollen, ne? Oh, hier richtig gebrochen, guck dir das mal an. Den Kopf vorne. Ja, das weiß gerade mein Bauch. Bestimmt durchgebissen. Mhm. Ja, ich wäre toll, mich schon mal mit der Kamera filmen. Das ist halt auch, was ich immer meine. Wenn so Knochen oberirdisch liegen, also zwischen den Blättern nur, ja, dann kann man die eigentlich recht gut finden. Mhm. Ja, der lag halt so oben drauf, mhm, vor allem mit der hellen Seite nach oben. Also so, ja, lag der. Und dann ist der doch schon gut zu erkennen, wenn man hier lang läuft. Also gibt es hier auf jeden Fall Raubtiere, die Knochen nagen. Na, zumindest mal Füchse. Ja, davon kannst du ausgehen. Die bestimmt. Die werden wir jetzt hier vielleicht aber auch gar nicht sehen. Ich meine, da liegt auch wieder eine Tüte. Ja, dann gehen wir mal hin zu der Tüte. Ja, dann gehen wir mal hin zu der Tüte. Ja, dann gehen wir mal hin zu der Tüte. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal kurz Routen. Ja. Und mindestens ein Wolf ist hier in der Nähe auch gesichtet worden. Da hinten liegt auch ganz noch viel Müll. Echt? Ja. Auf jeden Fall sehe ich da durch die Bäume durch, komm mal hierher, auch so was Schwarzes da unten rumliegen. Ich fast einen Ast im Auge. Da? Ja. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. So, jetzt gucken wir uns erstmal das an, was das ist hier. Ne, es ist tatsächlich nur ein Stück Folie. Ne, ist hier auch nicht. Ja, aber guck mal, irgendjemand hat das total zerlegt. Oder die liegt schon so lange, dass die es schon selber zerfällt, die Folie. Ja. Ja, oder Tiere halt, ne, dass die da sich durchsuchen. Ja. Gucken, ob irgendwas drin ist. Ob noch irgendwas zu futtern drin ist, ne? Ja. Okay, dann gehen wir mal. Was hängt da an dem Baum dran da oben? Irgendeine Gewucherung. Ist eine Wucherung, ja. Ja. Ist jetzt kein Hornissennest oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Wollen wir uns das mal ein bisschen näher betrachten gehen? Ja. Ich bin jetzt ja auch kein Hornissen-Experte. Ja, ich auch nicht. Aber wir gucken uns das jetzt an, Leute. Da hängt irgendwas am Baum. Das ist sehr auffällig. Hier vorne fährt ein Moped lang. Naja, das ist ja die Straße, wo wir kommen. Achso, die macht ja so einen Kreis, ne? Ja. Mhm. Aber das gehen wir uns jetzt mal hier angucken, was das ist. Da oben. Oder ich gehe schnell hier hin. Boah, das sieht aber ganz komisch aus, du. Da oben, seht ihr das? Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich keinen langen Stab mit habe und euch das zeigen kann. Sieht schon komisch aus, ne? Ich hoffe, dass man das jetzt gesehen hat. Da hat es eben ganz laut geknallt. Aus der Richtung ungefähr, aber ich kann es nicht so gut sagen. Okay. Ich habe ja einen langen Stock mit, gibt es den vom Helm? Wie wenn irgendwas auf einen dicken Stock tritt oder so. Okay. So richtig. Na komm, wir gehen uns die Tüte angucken. Weil das haben wir uns jetzt ja angeguckt. Das sieht wirklich nach einer Verwucherung aus. Ich habe mal die Kamera hochgeschoben auf den Stock. Ich hoffe, dass man da was sieht. Wenn nicht, dann sieht man halt nichts. Ne? Hier in die Richtung liegen ganz große Steine wieder.
Ja. Sehe ich von hier so, ja, was? Haus, Bunker, irgendwas, Beton. Mhm. Was jetzt aber Sinn macht, ist, dass hier tatsächlich die Straße lang geht, weil das wäre jetzt nicht der Weg, hier reinzugehen und irgendwas hinzuschmeißen, ja, egal was. Ja. Boah, irgendwas ist um uns rum. Ich höre ständig irgendwas laufen und so kruspeln. Ja, wir werden bestimmt beobachtet von den Tieren und so. Ich habe extra nichts zu essen bei. Gibt später was zu essen dann. Ich höre nur hier den Vogel. Ja, guck mal, hier liegt Müll. Alles voll mit Müll. Jetzt roch's gerade verbrannt. Hier riecht so verbrannt. Motorenöl. Ach du Heiliger. Motorenöl. Kleine Fläschchen wieder. Das ist ja eine richtige Mülldeponie hier. Aber hier mitten da drin ein Schneeglöckchen. Hier im ganzen Müll. Schneeglöckchens. Da oben auf dem Berg da, auf dem Hügel. Folien, da hinten liegt noch eine Folie. Da liegen Folien. Kann mir mal jemand verraten, warum man sowas macht? Ich dürfte gerne auf die Mikros sprechen. Nummer 5 steht hier drauf auf dem Glas. Okay. Ja, hier müsste, selbst wenn du hier aufräumen willst, Alter, wie lange willst du denn hier aufräumen? Weinflasche. Ja, hier liegt alles rum, ne? Ja, alles voll gemüllt. Hier vorne, das sieht irgendwie komisch aus hier, das würde ich mir gerne nochmal angucken. Und das sieht jetzt noch nicht so alt aus hier. Hier, guck mal hier, hier muss ein Lost Place in der Nähe sein, hier liegen überall Sprayflaschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Farbspray ist. Da vorne bei dir, genau neben dir, liegt auch, glaube ich, eine Flasche, ja. Eine Sprayflasche. Also es ist jetzt nicht erkenntlich, ob es Farbspray ist. So, guck dir das mal an. Hier liegt eine Matratze rum. Oder jedenfalls der Rest. Hier ist dieser Fehlerkern hier. Ja. Und hier liegt auch so ein Vlies, so ein Malervlies. Ja. Ja, und hier ist der Rest von einer Matratze hier auch nochmal. Aber hier sieht es aus, als würde hier ein Tier drinne wohnen. Fuchs. Nee, das ist der Bob. Rausschneiden zur Not. Ja? Ja, wenn die da runterfahren. Ah, juhu. Ja! Yay. Genau, nee, können wir drinnen lassen. Also Leute, wir verraten euch in dem Video, wo wir hier sind. Wir sind ja, in der Nähe, könnt ihr gerne googeln, Scharmützelbob. Und das Warte mal. Bunkermuseum Fuchsbau. Wollen wir noch kurz uns die Steine da angucken, wenn wir schon daneben stehen? Ja klar, wenn wir schon hier sind. Dann gehen wir hier weiter. Guck mal, hier ist so ein Stück alter Ofen oder sowas. Ja. Ja, das ist vom, die Kamera muss immer so weit. Hier ist so ein Stück Fliese von einem Ofen wahrscheinlich hier. Liegt hier noch rum. Ihr lieben Seelchen und Energien, wir würden euch sehr dankbar sein, wenn ihr uns auf die Mikrofone sprecht oder später auf dem Radio oder übers Radio, was hier mal war. Haben hier Häuser gestanden oder waren das Teile von einem Bunker? Vielleicht können auch die Zuschauer uns helfen. Vielleicht ist jemand von hier aus der Gegend und kennt sich hier aus und weiß, dass hier vor 10, 20 Jahren noch irgendwelche Ruinen gestanden haben. Weil das ist schon echt außergewöhnlich hier. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier überall so die kleine Apothekerfläschchen hier hoch. Guck mal. Ja. Das ist doch so ein Apothekerfläschlein. Ja, irgend sowas in der Art auf jeden Fall. Lobst du jetzt nicht? 100. Hier unten steht 100 drauf. Okay. Ist das jetzt ein Hinweis? Sollen wir hier nochmal gucken? Oder ist das jetzt Tatsache nur
Nur Zufall. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht, ne. Ich leg die mal wieder hier hin. Kann das ja nie alles mitnehmen. Hier liegt Dichtung. Ein ganzes Set Dichtung von irgendwas, keine Ahnung, für was die sind oder waren. Ja, und hier sind nochmal so eine richtig fetten zwei große Steine. Auch sehr. Ach, hier guck mal, hier liegt alles voll. Da ja. Drüben. Ja, hier muss mal was gewesen sein, irgendwie so ein Eingangs. Weil das sieht ja nach einem Fundament aus, das hier. Hm. Und da oben ist ein Träger, vielleicht ein Funkturm oder sowas. Wisst ihr noch, was ist das hier? Cappuccino. Hier gibt es doch eigentlich auch so Verfallsdatumse. Aus Bergisch Gladbach kommt das Zeug. Wo kam der? Aber hier sehe ich keine Prägung. Sind ja meistens. Ah, hier ist was. Ah, das erkennt man nicht mehr. Nee, erkennt man nicht mehr. Schade. Mal gerne gewusst, von wann der Müll hier ist. Ja. Ungefähr. Hier liegt hier auch, hier guck mal, Holz hier. Mhm. Mit Schaumstoff dahinter. Na, sieht man es vielleicht noch mal da. Irgendeine Art Dämmung, ne? Mhm. Vielleicht stand hier mal irgendwie so eine alte Hütte oder ein Umspannhäuschen oder irgend sowas. Ja, so ein Transformator. Aber jetzt sind wir hier wieder an der Straße vorne. Jetzt sind wir irgendwie ganz komisch gelaufen. Ja. Ja, wir gehen trotzdem mal in die Richtung hier. Hä? Wir können jetzt ja hier wieder reingehen. Ja, ich würde so sagen, dass wir hier so irgendwie so wieder reingehen. Wo hier liegen Fahrradreifen. Ja, hier ist mal ein Weg gewesen tatsächlich. Genau. Hier könnte man im Auto auch halten und könnte hier. Ja, ja. Rein spazieren. Deswegen liegt hier auch so ein Haufen Müll, würde ich sagen. Hier liegen Fahrradreifen und Mäntel. Na gut, wir gehen jetzt ja wieder in Richtung Müllkippe, in Anführungszeichen. Da könnten wir ja noch mal auf der Müllkippe gucken. Ja, das da oben ist auch noch Metall oder irgendwas, da würde ich... Ah, ich komme hier lang. Ich gehe mal kurz gucken da, was das ist. Ja, was auch immer das ist, Leute, ich habe keine Ahnung. Hier liegt irgendwie eine alte Blechdose. Die ist noch zu. Und hier liegt irgendwie riesiges Stahlzeug. Und auch da weiß ich nicht, was das ist. Da liegt ein Stück Toilette oder sowas. Also auf jeden Fall muss ja mal was gewesen sein, hier liegt ein Scheißhaus. Okay. Eine Toilette, eine Keramik. Und das ist hier richtig im Boden drin, hier das Eisen. Geh in die Richtung. Aber das sieht doch eigentlich wunderschön aus, wie so im Märchen. Alles, das ganze Holz ist komplett übermoost, ey. Wisst ihr, wie geil das aussieht? Ja. Das ist Hammer. Alles so übermoost. Also bis jetzt schlägt dein Mikrofon noch aus. Sehr gut. Weil die Mikros, die haben wir direkt mit der Kamera verbunden. Müssen wir erst testen, ob das funktioniert. Was habe ich hier wieder gefunden? Ja, hier. Die wurde mit einem Messer aufgemacht oder so, diese Dose. Ja, Müll. Viel Müll hier. Schade. Sieht so schön aus hier. Hier drüben ist eine Schneeglöckchenwiese. Ja. Da drüben. Ja. Und das sieht doch einfach nur traumhaft aus, Leute, oder? Was meint ihr?
Warte, ich komme wieder zu dir. Na, hier haben auch Wildschweine wieder ihr Unwesen getrieben, vermutlich. Krass. Ja, hier konnte man, ja, vorsichtig, hier ist man reingefahren. Ich denke mal, dass hier vor ein paar Jahren noch, oh, warte mal, was ist das denn? Ach so, okay. Irgendwelcher Plastemüll. Da lag auch sowas wie so ein roter Strickpulli oder so ein Stück davon. Mhm. Aber halt ein Strickpulli, ein roter. Ja, ja. Kein weißer Kapuzenhoodie. Mich eine Mücke gestochen, Alter. Ich glaube, mich hackt sie. Dabei habe ich dich gerade eben eingesprüht. Ja. Gegen Mückengedöns. So, geh mal lang. Gute Frage. Hier außen rum mal gucken, wo es da weitergeht. Ja, kann man machen. Irgendwann sind wir am Kreis gelaufen, dann wissen wir gar nicht mehr, wo wir sind. Aber das wären ja nicht wir, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Wir finden uns überall. Hier liegt wieder eine Puppe. Aber die ist aber schon ein ganz. Ein Püppchen, die ohne hat, Kopf. Die hat schon gelitten. Hier ist ein Stück Arm. Der Puppenspielerwald ist das hier. So, ich habe die mal wieder ein bisschen zusammengebaut. Ja. Was man hier alles findet, ne? Echt Wahnsinn. Oder, ja, Wahnsinn schon, aber eigentlich auch schade, dass das hier so vermüllt ist. Ja. Das ist wirklich schade drum. Sehr traurig. So ein schöner Wald und hier überall liegt Gummi und Fahrradschläuche, irgendwelche Plastedeckel da, der weiße. Und hier würde es tatsächlich auch nicht auffallen, wenn man was dazulegen würde. Schön, hat wieder eine Fließdecke gefunden. Da ist ein Stück Auto, war das da vor dir? Das schwarze? Sieht aus wie so ein, ja, sieht aus wie so von der Lüftung vom Auto irgendwas. Ja, ist auch relativ schwer. Ja. Krass. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal jetzt hier so. In die Richtung. Ja. Hier ist wieder Stahl, Eisen. Dann suchen wir uns mal irgendwo einen Platz, wo wir mal, ja, mal wieder ein bisschen fragen können. Guck mal hier. Oh, wieder so ein Stahlträger hier. Ja. Irgendwas. Das geht über die ganze Fläche hier. Ja. Ich meine, da wo wir geparkt haben, da ist es ja auch schon so. Ja. Was war das hier? Ich habe keine Ahnung, was das mal hier war. Also ich meine, es muss ja mal was hier gewesen sein. Ja. Oh oh. Was ist? Ich habe eine rosa Decke gefunden. Wir suchen aber keine rosa Decke. Aber das ist doch so ein Plüschzeug. Das ist eine Jacke gewesen mal, oder? Ja. Oder ist das Teppich? Sieht mir eher aus wie ein Teppich. Also das ist so plüschig, ja, aber... Ja, also doch, das sieht nach einem Teppich aus. Das sind so Noppen unten dran gewesen, ne? So ja, Gummi. Ja, ja, das ist aber rosa geworden. Vielleicht war der... Ey, aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe erst... Also ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade dran gedacht, ja? Und wie dicht habe ich jetzt davor gestanden, um das zu sehen? Ja. Sehr dicht. Also hier liegt was Rosanes rum. Aber ich würde sagen, dass... Boah, ich habe voll die Gänsehaut gerade. Ich weiß nicht warum, ey. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen bewegt. Ich dachte, jetzt haben wir tatsächlich was gefunden. Kamera. Ich will mal anfassen ohne Handschuhe. Ja, das ist schon so ein hart. Ja, es ist sehr fest. Ja, das ist so eine Art Teppich, irgendwas. Ja, eher so ein Bad. Ja, so ein Badvorleger. Also genau, ja, genau. So würde ich das auch einschätzen, ja. Boah, aber die Farbe schon alleine. Und jetzt, Leute, guckt mal von, ich gehe mal ein Stück weiter weg. So, und jetzt guckt mal, wenn man hier so von Weitem guckt, das fällt kaum auf. Und jetzt habe ich es ausgebreitet.
Ja. Das fällt nicht so auf, ja, und dann soll man was finden, ja, ganz ehrlich, ey, das ist... Vor allem darf man nicht vergessen, dass die Sachen halt mit der Zeit die Farbe auch ändern können. Naja, ich weiß ja auch nicht, ob der Bettvorleger oder Klovorleger oder was auch immer das war, mal die Farbe hatte ursprünglich. Ja. Ja, guck mal, hier liegt auch Regenrinne oder irgendwas. Also wenn du hier anfangen würdest, Steine und so zu sammeln, könntest du dir ein Haus bauen. Ja, ich glaube auch. Alles voll. Hier ist wirklich alles voll gemüllt. Hier ist ein Bauhelm nochmal. Bloß diesmal ein weißer. Ja, da ist auch wieder hier ja, größere Platten und so. Hier, Leute, hier. Ah, die ist fest. Boah, was war hier mal? Dass noch auch noch ein Stück von der Bunkeranlage ist. Geradeaus weiter ragt auch so eine Riesenplatte raus. Hier guckt auch noch irgendwas raus. Ich will noch gucken, was das hier ist. Einkaufshänger oder sowas. Ein Korb. Aber guck mal, das ist ja hier ein umgekippter Baum. Ja? Und guck mal, was hier unter dem Baum alles vorgekommen ist. Oder hier reingeschmissen wurde. Guck mal, da geht ein Kabel lang. Oder liegt das lose drin? Ich komme nie ran. Ja. Das ist in den Baum gewachsen, ne? Ja. Also war hier mal was. Wer legt denn sonst ein Kabel? Wer bohrt denn durch die Wurzeln ein Kabel durch? Guck mal, hier ist auch noch ein bisschen was. Hier. Ach Gott, ja. Aber das ist ab. Das ist ab. Das hat hier jemand hingeworfen. Wahrscheinlich. Ach Mann, Leute, ey. Da liegt überall Metalle. Lass uns mal hier in die Richtung gehen. Können wir hier und so ein wir bisschen sind auf immer noch echt recht nah an der was Straße. Was ist das? Ne? Man soll das gar nicht glauben. Was aber ist das? Da ist eine Kette dran. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich krieg hier. Hier, guck mal. Hier, mit so einem Schäkel. Oh, wow. Hier, seht ihr das hier? Ja, das ist hier zum Schrauben so ein Ding, was man dann so einhängt am Kran oder so. Ja, und es ging nach oben. Wie eine kleine Hebebühne ja, oder sowas. Siehst du das? Ne? Das ist so ein Arm, der so. Ja, das ist so ein wie Schernarm. Wie so ein Wagenheber, ein großer. Ja, wenn da jemand weiß, was das ist, Leute, ich versuche nochmal hier genau von oben so ein bisschen zu filmen. Aber wenn jemand da eine Ahnung hat, was das sein könnte, oder ja, jemand ganz genau weiß, was das ist. Sind das vielleicht noch Reste von einem Bergwerk? Weil das sieht aus wie wirklich wie so eine Hebebühne. Ja. Ja, oder so irgendwas vom Bergwerk, das kann auch sein. Also falls jemand davon Ahnung hat und sowas schon mal in echt gesehen hat, im Museum, was weiß ich, keine Ahnung, schreibt es bitte in die Kommentare, das würde uns brennend interessieren. Mach mal hier Routen, vielleicht wissen die das. Mhm. Ja, Moment. Nee, warte mal nochmal. Noch nicht Routen. So Leute, jetzt seid ihr gefragt. So, hallo. Hallo. Wir haben einige Fragen. Ist denn jemand schon bei uns hier anwesend? Ja, sehr schön. Und zwar haben wir, was mich jetzt gerade aktuell, weiß jemand von euch, was das ist oder war? Ja, genau das. Warte, ich muss mal mit der Kamera, die Routen zeigen jetzt genau da drauf. Ja, genau das meine ich. Weiß jemand von euch, was das war? Ja. Könnt ihr das uns bitte in die Mikrofone sprechen in den nächsten 20 Sekunden?
20 Sekunden sind ungefähr um. Ja. Da werden wir auf jeden Fall hinhören, ob ihr was dazu zu sagen habt. Also wir haben zwei Vermutungen. Ich würde die mal durchgehen. Ist das ein Bauteil aus irgendeiner Bunker-Nebenanlage von der Armee oder vom Militär? Jetzt habe ich ein kleines Bäuerchen gemacht, keine EVP. Und vorher das Geräusch, was so ein bisschen knallt, war der Bob. Okay, da kommt keine Antwort. Oder hat das was mit dem Bergwerk zu tun, was hier mal in dem Wald war? Ja, okay. Also damit könnte eventuell, war das eine Art Kran? Weil das hat so diese Backen, wisst ihr, als wenn ihr was damit greifen konnten? Nein. Okay, es war kein Kran. War das irgendwas zum Zugbeladen? Für die Eisenbahn, für die Loren oder mit was auch immer hier durchgefahren wurde? Okay. Wir haben hier noch keine Schienen entdeckt. Gibt es hier noch Schienen, also Gleise, wo die Hänger drauf rumgeschoben wurden? Ja. Okay. Bestimmt, hier gibt's alles. Ja, ja. Könnt ihr uns mal die Richtung grob zeigen zu der Schiene, die uns, wo wir hier gerade sind, am nächsten wäre? Da lang. Okay, guck mal. Also in die Richtung da weiter. Mhm. Okay, da gehen wir dann mal spaßenshalber gucken. Mal gucken, ob wir eine entdecken. Ja. Ganz lieben Dank. Wir haben erst hier schon wieder Tiere gehört. Passt ihr ein bisschen auf uns auf? Wir wissen, dass die Wildschweine Junge haben. Und wir wollen, Dankeschön. Und wir wollen die wirklich nicht stören oder erschrecken und wütend machen. Ne? Geht ja auch um unser Leben. Und die wollen wir nicht stänkern. Also führt uns ja mal so, dass wir nicht gerade an den Bau von so einem Wildschwein kommen, wo die Frischlinge drinne sitzen. Das soll dann nicht aus Versehen. Halt, wir wollen ja die nicht ärgern. Ihr wisst das. Ist denn die dunkle Energieeinheit auch wieder da? Ja, das kam aber jetzt schwer schnell. Hast du gewusst schon, dass wir heute wieder kommen? Wir haben ja immer noch nie rausgekriegt, wer oder was du bist. Kannst du uns das bitte auch in den nächsten 20 Sekunden in die Mikrofone sprechen? Wie genau deine Bezeichnung ist? Also wir hatten ja schon mal aufgezählt, Gnom. Nein, will er nicht. Okay, dann nicht. Ist auch völlig okay. Wenn du es nicht sagen möchtest, ist es okay. Damit können wir umgehen. Vielleicht würde es uns auch nicht weiterbringen, wenn er es uns sagen würde. Ja, dann haben wir vielleicht einen Namen. Ja. Sindbad ja. Oder so, ne? Wie auch immer. Okay. Sag mal hier. Die sind nicht weit weg hier. Die sind nicht weit weg. Vielleicht. Leute, ich meine aber nicht den Scharmützelbob mit nächstgelegener Schiene. Ich meine Tatsache Bergbauschienen. Könnt ihr uns die mal zeigen, wo die sind? Ja, okay, dann zeigt die uns mal. Zeigt mal mit die Routen in die Richtung zu den Schienen von dem Bergbau, die uns am nächsten wären. Leicht links. Oh mein Gott, das ist da lang. Von da sind wir doch gekommen. Also in die Richtung. Ja, die können ja auch irgendwo unterirdisch. Ja, gut, okay, vielleicht sehen wir. Sind die, okay, kann man fragen, sind die sichtbar für uns oder sind die schon unter der Erde, dass man graben müsste? Also sind die sichtbar? Nein, okay, na gut, dann brauchen wir die nicht suchen. Da kam jetzt ein Nein. Ich habe jetzt gerade die Kamera nicht drauf gehabt, aber es war ein Nein. Ja. Oh Mann, ey. Leute. Ihr wisst ja, dass wir immer noch nach der Rebecca suchen. Wisst ihr das? Weiß das auch die dunkle Energieeinheit? Und nach euren Rückmeldungen aus der jenseitigen Welt sollen wir hier in das Waldgebiet kommen.
können wir Tatsache hier in diesem Wald irgendwas von Rebecca finden, was ihr gehört hat oder sie selber gar? Klares Ja. Sind wir hier im ganz Groben schon richtig? Wir müssen wir uns noch in. Sind wir schon mal vielleicht an sowas vorbeigegangen? Also an Rebeccas Sachen oder irgendwas, was ihr gehört habt? Ja, ist durchaus möglich, ne? Ja. Die Knochen, die dort vorne liegen, die wir auch das letzte Mal schon gesehen haben, sind das tierische Knochen von einem Tier? Ja. Und den Knochen, den ich heute neu gefunden habe, der noch ziemlich frisch aussieht, ist der auch von einem Tier? Ja, okay. Recht herzlichen Dank für eure Antworten. Ja, immer wieder schön mit euch. Ja, danke schön. Würde ich sagen, gehen wir noch mal ein Stück weiter? Ja, also. Machen wir. Hm? Und dann machen wir gleich das Radio noch mal an. Ja. Ihr Mäuse. Ihr Mäuse. Das ist aber eher ein Stahlträger hier, oder? Ja, das hier unten. Gilt das auch als Schiene? Das ist ein Stahlträger. Okay. Ja, oder das könnte auch eine Schiene sein, ein Stück. Ja gut, man kann ja auch zu so einem Stück Stahlträgerschiene sagen. Wir ziehen jetzt hier eine Schiene ein. Ja? Sagt man ja auf dem Bau auch so. Ja. Nee, warte. Ja, okay. Hast du nie gekriegt. Sehr schön. Gut, da gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter rein. Ja, es gibt ja mehrere Ecken. Wir haben jetzt schon ein paar Stellen gesehen. Hier geradeaus durch ist ja auch ein alter Weg, ja, wo man zumindest mit dem Auto halten könnte. Ja, und ablegen kann. Da, wo wir selber stehen, könnte man halten. Ja. Die Leute, die hier dran vorbeifahren, jetzt am helllichten Tag, die interessiert es auch überhaupt nicht, ob man da steht oder nicht oder was man da macht. Ja. Ich glaube, das ist hier leider gang und gäbe, dass hier gehalten wird und auch Müll abgeladen wird. Da hinten liegt ein großes Fass. Lass uns da hingehen. Mhm. Hier unten ist alles voll mit Efeu. Ja. Was ist das denn da? Boah, jetzt wird es ja noch mal richtig spannend, Leute. Oh, guck mal, die Birke, die hängt bloß noch in dem. Die ist schon ausgehebelt. Die hängt ja komplett schief drin. Ja. Boah, und wir haben dort genau drunter gestanden. Voll in Lebensgefahr sind wir hier schon wieder. Jetzt aber hin da. Ja. Los geht's. Ey, hier liegt alles voll mit Schuhe. Also von Weitem sieht's aus wie Schuhe. Ja, das ist auch Schuhe. Alter, was ist denn hier passiert? Das ist auch ein Stiefel. Das ist ein Stiefel. Hier ist alles voll mit Schuhe. Hä? Stiefel. Hier alles voll mit Schuhe, Leute. Was haben wir hier gefunden? Die fallen schon auseinander. Schuhe. Arbeitsschuhe sind das, ne? Schuhe, Sohlen, Schuhe. Eine Filzjacke. Oder sowas hier, so eine Arbeitsjacke. Hier noch mehr Schuhe. Hier unten drunter sieht man auch noch mal welche. Oh. Hier gucken welche vor. Was ist das? Hier liegt was Pinkiges wieder, sowas Helleres. Ja, versuche ich mich mal hier durch diesen Stachel. Ich wusste hier nicht, dass da Dornen dran sind. Es ist ein Stück Pulli oder so. Ja, das ist hier. Hier ist das Armstück noch hier, wo der Arm rauskommt. Versuch das so. Ja, weiß ich nicht, ob der Original lila war mal oder nicht. Auf jeden Fall ist der sehr vergraben. Da
Das ist hier auch irgendwelcher Stoff. Also da hinten liegt sogar ein Waschbecken. Ja, und also da ist auch noch falsch rum, man sieht den Abfluss. Ein Fass, ein Boiler. Also hier ungefähr liegt es. Da liegt noch ein Schuh. Ja. Hier liegt, guck mal, hier liegt wirklich alles. Hier sind noch mehr Schuhe drunter. Nicht, dass hier mal ein Deichmann gestanden hat oder so. Ich glaube nicht. Oh, guck, oh, was ich schon wieder entdecke hier alles. Alter, das ist ja hier doch voll da. Da wieder so ein Stahlträger mit, da steht irgendwas drauf. Das ist eine Tafel. Nee, guck mal, das ist ein Stromkasten. Da, Leute, das ist ein Stromkasten. Das geht gerade so weiter hier. Und da hinten steht ein Hänger. Wie ja, heißt? Da will, da. Boah, alter Schwede. Leute, also, ihr Lieben, dass wir was finden, dass wir hier was finden sollen oder können, das ist ja schon mal top. Dass wir sowas finden, ey, das ist echt spannend. Ja, und ehrlich gesagt ist es halt dadurch, dass das ist irgendwie sowas von so, vielleicht von Bunker oder so. Dadurch, dass ja hier sowieso so viel liegt, würde es auch nicht auffallen, wenn man was dazulegt, ne? Nee. Und ein bisschen verscharrt oder so. Definitiv nicht. Na, dann guckt ja keiner, wisst ihr? Richtig. Die sagen alle, hier liegt Müll und gut. Richtig, da geht keiner hin, weil alle wissen, dass es hier eklig ist. Na, das Fass ist leer. Das war mal hier ein altes Ölfass oder sowas. Hier liegt noch ein Warmwasserboiler. Oder irgendwie sowas. Hier liegt wieder so eine Tasse. Was liegt da? So eine Tasse, so eine Emailletasse, wie wir beim ersten Mal gefunden haben. Hier liegt Zaun, Maschendrahtzaun. Ach Gott, hier, das Waschbeckenmaschine erst gemeint hat, liegt hier. Also Spüle von Küche, Küchenspüle. Hier sind wieder diese Deckel, die gehören zu dem Stromkasten da dazu. Oh, komm ja gar nicht hoch, ey. Da fährt der Scharmützelbob gerade lang. Da ist gerade ihren Wagen her lang gefahren. Ich habe da gerade einen Hänger lang fahren sehen. Ja, die haben dort Spaß. Also es sieht mir so aus, wenn ich jetzt hier so stehe und sehe dich da drauf rumkraxeln, das ist ein zusammengestürztes Gebäude. Das würde ich auch so fast behaupten. Weil hier liegen überall Steine, das sieht aus wie ein Restdach, wo hier so runterhängt. Ja, ja. Irgendwie so ein kleines Gebäude, ne? Ja. Ja, guck mal, hier ist das Gebäude. Ja. Ist auch noch die Bewehrung drin und das alles, dieses Betonzeug. Aber wir zeigen euch gleich was Schönes. Und zwar, mach mal die Kamera auf dich. Auf dich. Film dich mal selber. Dann kommen wir einfach nach. Wir wollen euch auch was Schönes zeigen. Zwischen den ganzen Müll. Zwischen den ganzen Müll, Leute. Oh, voll geil. Echt? Ein Feld von... Mega schön. Ja, irgendwie so eine Art Schneeglöckchen. Ja. Ein ganzes Feld. Da hinten wachsen noch ein paar Krokusse. So, die schimmern da lila vor. Ja, umrandet von Toilettenschüsseln. Umrandet von, ja, weil da hinten liegt eine Toilette. Und da hinten, wenn ihr jetzt hier so durchguckt, da das Weiße, das ist ein Klo, eine Toilette. Ja. Ja, das mal nur so dazu. Aber das wollten wir euch jetzt auch mal zeigen, das ist hier auch schöne, trotz den ganzen Müll, der hier rumliegt. Und das ist Tatsache irgendwie ein Hänger. Guck mal, das ist eine Eisenbahn. Das ist ein Riesengebiet. Das ist ein Eisenbahnwagen. Ein alter oder vom LKW. Das kriegen wir raus.
Hier ist so eine Kiste, wo man Zeug reinmachen konnte. Die funktioniert sogar noch. Hier war eine andere drauf. Das sieht aus wie ein Aber guck mal hier, das ganze Gebiet hier sind überall diese Felsbrocken, diese Steinbrocken. Hier liegen die. Ja. Alter, was haben wir hier? Aber Leute, guck mal, sieht das nicht... Das ist richtig krass. Sieht das nicht einfach mördergeil aus? Sieht das nicht Hammer aus? Schade, dass jetzt hier keine Räder dran sind. Da könnte man wissen, ob es ein Eisenbahnwagen ist oder vielleicht vom LKW. Kann ja auch sein, dieser Auflieger. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie so LKW-Auflieger aufgebaut sind. Aber es ist auf jeden Fall ein extrem alter. Ja, der ist komplett aus Holz. Das ist ja noch Holzrahmen hier, Leute. Das ist hier keine Stahlunterkonstruktion, wie man es eigentlich kennt von modernen LKWs. Hier ist alles Holz und ein bisschen mit Metall. So, mit diesen fetten Nägeln hier drin, ne? Ja. Krass. Flügelmuttern an der Seite dran. Boah. Mein Gott. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also ich habe das Ding schon von Weitem gesehen, aber... Ja, guck mal, hier ist vom Fenster ein Griff mit einem Stück Fenster. Ja. Eine Hundeschüssel. Da leckst mir am Arsch. Ja, wieder Gläser. Guck mal da. Schade, man sieht keine Räder. Guck mal da. Ach du Scheiße. Boah, da ein roter Top. Was liegt hier noch? Warte mal, ich will mal hier schneller gucken. Ah, noch so ein Warmwasserboiler. Ein Warmwasserboiler. Also hier liegt eine Toilettenschüssel. Hier drüben. Also hier muss mal eine Küche gewesen sein. Ich habe einen Topdeckel. Ja. Wir versuchen auch hier nicht auf die Pflanzen zu treten, Leute. Wir geben uns hier wirklich Mühe, dass wir hier nicht noch mehr kaputt machen, als schon kaputt ist. Das ist so von der Küche, was da hinten ranklebst. Ja. Hinter die Spüle oder so, wegen Wasser. Aber das sieht jetzt nicht so nach Industrie aus. Das sieht eher so privat aus, finde ich, oder? Guck mal, die Russen kommen. Ja, okay. Also ich glaube zwar nicht, dass jemand im Bunker wohnt, aber es... Da liegt auch noch eine Toilette. Ich will ja nichts sagen, aber pack mal die Taschenlampe aus. Okay. Dann musst du... mal kurz hier die Kamera so hinstellen. Boah Leute, also wenn ihr hier in der Gegend wohnt und wollt auch bei der Suche helfen, dann... Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir mal hier alle zusammen hinfahren. Hier können gerne viele suchen, weil... Das ist Wahnsinn hier. Ne, hier ist nichts drin. Nee. Das liegt auf. Okay. Der liegt auf. Aber ein Riesenklotz, ne? Ja. Da liegt ein Waschbecken, da hinten liegt ein Klo. Ja. Ich hatte auch schon gesagt. Wollen wir hier das Radio nochmal anmachen? Ja, kann man machen.
Und wenn man guckt hier so durch den Wald und man sieht immer wieder irgendwo was rumfliegen. Ja. Das ist unglaublich. So, ich setze mich hier hin, ne? Ja. Kann los jetzt. S-Box. Scanning FM. Hallo. Hallo. Sag uns doch mal bitte, was das hier mal war. War das ein Teilgebäude, was zum Bergbau gehört hat? Das heißt ein Nein-Verstand. Oder hat das noch zum Bunker gehört? Oder war es was ganz anderes? Ihr habt vorhin über die Routen gesagt, dass wir hier auch was von Rebecca finden können. Könnt ihr uns vielleicht sagen, was genau wir finden können, also nach was wir da Ausschau halten müssen? Liegt das, was wir finden können, irgendwo hier zwischen den ganzen Trümmern und dem Müll? So sieht es aus, halt verstanden. Liegt das irgendwo drunter, die Sachen? Oder liegt auch irgendwas so, dass man es gut sehen kann? Verdeckt oder versteckt. Glücksspiel. Glücksspiel, ja, da habt ihr recht, das ist ein Glücksspiel. Wo hat derjenige, der das hier abgelegt hat, denn gehalten damals mit dem Auto? Da, wo unser Auto steht? Oder da, wo letztes
Mal den Matthias sein Auto gestanden hat. Oder er hier ganz vorne, wo wir hergekommen sind eben. Da ist ja auch noch ein alter Weg. Sag doch bitte noch mal deutlich, was wir hier finden können. Ihr Lieben, als das hier versteckt wurde, war das hier auch schon alles nur noch Trümmer? Gibt es hier auch eine Art Bunkereingang, also wo man noch irgendwo unten reinkommt? Ich hab, aber bevor du gefragt hast, ob unten reinkommt. Großer. Die dunkle Energie und die helle Energie, die ich beim letzten Mal gesehen habe, könnt ihr uns helfen? Das wäre super schön. Weil das ist ja hier echt grau und grün. Hier finden wir ja gar nichts. Also wir finden hier viel, aber nicht das, was wir suchen. Noch ein Schuh. Noch ein Schuh. Also Schuhe gibt's hier. So. Leute, wisst ihr warum? Könnt ihr uns mal erzählen, vielleicht jemand, der sich hier auskennt, der vielleicht hier gearbeitet hat oder was weiß ich, warum hier so viele Schuhe sind, dem gehören die Schuhe. Steine, ja, Steine haben wir gefunden, ganz viele, ja. Da kam gerade eben, jetzt hört mal, deshalb habe ich so gehört, aber also wir verstehen leider nicht alles direkt, aber wir hören uns das später auf jeden Fall dann zu Hause an. War mein Name, glaube ich, mit drin? Könnt ihr uns sagen, wer die Sachen hier von Rebecca abgelegt hat? Wenn ja, dann sagt das bitte jetzt mal. Ein Mensch. Und davor kam Terrorist. Okay. Könnt ihr den Namen sagen von demjenigen? Dann sag den Namen jetzt bitte mal. Und der oder diejenige kannte diese Gegend, der wusste oder die wusste, dass es hier gut ist, hier irgendwas zu verstecken. Okay.
Ja, ihr Lieben, wir werden bestimmt noch einige Male kommen. Dürfen wir denn öfter kommen zu euch hier? Okay. Dankeschön. Wir würden euch hier gerne helfen und euch von diesem Müll hier befreien, aber das ist zu viel. Es tut mir wirklich leid, dass es hier so schlimm aussieht. Kann mir noch jemand sagen, dieser Aufbau von einem Hänger, den wir da vorne gefunden haben, ist das von einem alten Eisenbahnwagen oder von einem LKW? Der Zug. Der Zug, okay, danke schön. Danke. Und Toiletten. Ja, Toiletten liegen ja hier auch, ja. Und Waschbecken, alles Mögliche liegt hier rum. Das, was wir von Rebecca suchen, die Sachen. Wenn die hier irgendwo auch liegen. Liegt denn irgendwas Markantes? Vielleicht was mit rosa Patron. Liegt denn irgendwas Markantes daneben oder darüber? Also jetzt wie eine Toilette zum Beispiel. Wenn ja, dann sagt mal jetzt bitte was. Okay. Aus dem Radio. Ja. 100%. Also kam gerade Schamitzelbob aus dem Radio, mal nochmal zurück. Vielleicht meinen sie die Richtung. Dass wir wirklich dicht dran sind, aber halt noch zu weit weg. Ja. Jetzt erstmal als Verkauf. Also ich danke euch wirklich, dass ihr jedes Mal wieder mit uns sprecht. Und ihr auch die Geduld mit uns habt. Wir werden jetzt langsam wieder zurückgehen. Und wir werden wiederkommen nächste Woche, je nachdem wie das Wetter passt oder übernächste Woche. Und werden uns hier wieder umschauen. Da ist irgendwas Kleines durch den Wald gerannt gerade. Ein Gnom. Könnte ein Eichhörnchen gewesen sein, aber es war sehr schnell. Was war denn das jetzt gerade für ein Tier, was die Gina gesehen hat? Ja, es ist so ganz schnell blitz, dann auf den einen Hügel und jetzt sehe ich es auch nicht mehr. Eine Rennmade war das. Ich habe das Gefühl, dass das hier nach Gas riecht. Ich finde, hier riecht es allgemein komisch. Ja, hast du noch irgendeine Frage jetzt? Gerade nicht. Okay, ihr Lieben, ich danke euch. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Wir bedanken uns. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Ich bin völlig überfordert wieder, weil das ist so viel. Das sind schon. Das ist nicht nur viel Wald, sondern auch noch viel. Das sind schon ganz schön Müll. Paar Eindrücke hier, was hier rumliegt und das alles. Also Leute, ganz ehrlich. Also ich denke mal, das, was ich gehört habe, was. Wenn du jetzt sprechen willst, bitte in die Kamera. Ich denke mal, das, was ich vorhin gehört habe, ziemlich am Anfang, wo so geknallt hat, das wird auch der Bob gewesen sein. Vermutlich. Also wie gesagt, da in dem Berg da oben, da hat man gerade tatsächlich, da ist hier so eine Bobbahn hier, da kann man da mit dem Bob rumfahren. Wir sind da ziemlich dicht dran jetzt hier. Natürlich sind wir komplett vom Kurs abgekommen, wo wir eigentlich hingehen wollten, weil wir sind, ja, eigentlich wollten wir da reingehen, also mehr dahinter.
Und wir sind aber eher an der Straße lang gelaufen und sind jetzt am Scharmützelbob hier vorne. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier wieder zurück und dann kommen wir irgendwo auf den Weg, wo wir wieder zurück zum Auto laufen können. Wir können da lang gehen. Dann kommen wir direkt auf die Straße, wenn wir da lang gehen. Ja, aber ich würde gerne hier noch gucken, kurz dann. Dann gucken wir da. Dann nimm hier deine Stäbchen. Ist schon echt krass mit die Stative hier, muss ich mal sagen. Ja. Deine Kamera. Dankeschön. Das ist jetzt nämlich die Kamera, die Gina gerade in der Hand hat, die Ace Pro. Die hat sie sich jetzt unterm Nagel gerissen und die hat heute auf dem Balkon hat sie gesagt, ich und die Kamera, wir sind so. Ja. 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 Soll sie ja auch haben, eine Kamera. Warte, die packe ich weg da wieder. Hier liegt auch noch ein Stück Waschbecken. Oder Ofen. Hier, wieder Ofen hier. Ja. Guck mal, wie schön das aussieht. Deshalb bin ich echt am... Ich weiß es nicht. Hier noch eine Feder. Hier sind Sachen bei, die sehen irgendwie so nach privat aus. Ja. Weil solche Öfen standen noch nie im Bunker. Ja, nicht, ne? Nee. Und wir waren schon in einigen Bunkern aus der Zweiten Weltkriegszeit oder ja. DDR-Zeit. Und die sind eigentlich noch viel besser erhalten, ne? Eigentlich ja, aus DDR-Zeiten, die sind sowieso gut also erhalten. Das könnte schon irgendwas noch von noch früher sein. Hm. Vielleicht hat hier der Bergbau... Betriebsmanager gewohnt oder so. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht, ne? Nee. Los geht's. Los geht's. Vor allem musst du dich hier auch nicht wundern, wenn du plötzlich eine Etage tiefer stehst. Man weiß ja nicht, was hier war. Nee. Ob es vielleicht unterkellert war oder so. Nee, das wissen wir nicht. Es geht alles so weiter, ne? Es geht immer so weiter. Huh. Hey, hier, guck mal, hier ist ja auch noch so alles voll mit Steine hier. Das ist ja kaum laufen hier. Ja. Hoppala. Ja, mach ich immer so. Hier, guck mal, hier auch Milchkannen. Hier. Ja, Milch oder Öl oder sowas, ne? Keine Ahnung, irgendwie sowas.
Das ist wirklich ein Rätsel hier, ey. Hier auch wieder überall so Dinger. Hier wird es leider echt unwegsam. Ja. Und jetzt stellt sich die Frage, in welche Richtung müssten wir eigentlich, wenn wir zum Auto wollen? Da lang. Hier in die Richtung? Ja, so schräg durch eigentlich. Ja. Ja, dann gucken wir nochmal, was da an der Folie ist. Und dann in der Folie? Wo ist denn eine Folie? Hier ist so eine große schwarze Folie wieder. Okay, da gehen wir dann nochmal. Weil hier kommen wir ja nicht durch. Nee, ja, hier gucken wir, oben wäre so ein Milchkanon also, irgendwas. Da können wir beim nächsten Mal nochmal gucken, aber ich glaube, wenn wir uns jetzt anfangen, da noch durchzukämpfen. Da liegt auch alles voll mit irgendwelchen Gedöns, ne? Das sind wir in 3 Jahren noch nicht wieder daheim. So, die DJI Action 4 läuft jetzt aus Testgründen nur mit. Mhm. Ist nur für mich, ich will mal gucken, ob ich da was einbaue dann ins Video davon. Ansonsten will ich die bloß halt wegen der technischen Überprüfung, wie das Bild ist und so. Das würde mich dann interessieren. Ui, die ist schwer, die kriege ich gar nicht hoch. Halt mal die Kamera. Das ist aber auch bloß Folie. Ja. Die ist festgeklebt nur unten am Boden. Hier sieht man es, hier ist nichts drin. Ja. Nee, die ist bloß festgewurzelt. Hier sind die Wurzeln schon durch die Folie. Ja, also ja. Die liegt schon länger. Was ist das hier? Hier ist noch ein Stein auch drunter. Ein Stamm oder ein Balken? Ein Stein. Sowas wie ein Grenzstein. Hier schön durch die Zeckenschonung. Ja. Mal dann wieder gucken. Oh, hier müssen wir echt aufpassen, dass wir uns die Beine nicht brechen. Hier ist auch wieder ein Stein. Hier ist nämlich auch irgendwas unten drunter, wo ich meinen Fuß jetzt habe. Mhm. Da ist Umknacksgefahr. Dann lieber ein Stück langsamer laufen. Da guckt auch irgendwas raus. Was ist denn das? Metall. Ja, aber das nicht anfassen, das könnte auch eine Bärenfalle sein. Echt? Oh. Hier gibt es keine Bären. Nein, aber wegen Waschbären. Gibt doch welche, die hier Fallen aufstellen. Ah, das ist ja eine Kabeltrasse. Kabeltrasse. So, ich versuche es mal mit der Kamera hier einzufangen. Sieht man nicht. Mit der sieht man auch nicht. Kabeltrasse müsste uns jetzt glauben. Oh, guck mal. Ein alter Waschtopf. Ja. Kennst du die noch? Da hat Mutti deine Schlüpper gewaschen. Von meiner Oma. Nee, ich bin ein bisschen jünger. Oh. Meine Schlüpper wurden immer in der Waschmaschine gewaschen. Okay, ja, meine teilweise noch in sowas. In so einen großen Kochtöppe. Du hast der passende Deckel dazu. Ach du Scheiße, wie willst du denn hier runterkommen? Na, hier ist ein Weg. Okay. Also, so angedeutetes Weg. Und hier ist auch wieder alles voll mit diesen riesen Steinen. Ja. Mein Gott. Gott. Mein Gott. Nicht da runter. Ich will bloß gucken. Ja, du, nicht, dass du runterrutschst. Ich habe Angst. Nicht, dass du abstürzt hier. Ich komme hier jetzt hinterher. Riesen Steine. Von hier aus siehst du richtig gut. Hier guckt auch noch ein Rohr aus und was Dings. Richtig fett zusammengestürzt hier. Oh. Ach, guck mal, jetzt ist das der Rest von dem Moped, was wir neulich gefunden haben. Ja.
Das ist das andere Schutzblech. Das ist schon ein Berg, wa? Schutt. Ja. Krass. Und guck mal, hier könnte man noch weiter hinterlaufen. Weil das ist ja wie ein Weg hier, guck mal. Ja. Ich will wissen, wie weit das hier reingeht. Und dann, ich denke mal, dass das mal ein alter Weg war, der Tatsache zu irgendeiner Anlage geführt haben könnte. Wo ist denn und unser jetzt, Berg jetzt überhaupt? Unser Berg ist in die Richtung. Wir müssen da lang, da kommen wir zur Straße. So, ihr Lieben, ihr könnt jetzt noch ein bisschen auf die Mikrofone quatschen, also auf die Puschels. Ah, hier, jetzt sehe ich es auch wieder. Ja, ja, wenn wir jetzt hier gerade rauslaufen, kommen wir auf die Straße direkt. Aber man könnte mal, doch abkürzen. Warte mal, bleib mal bitte stehen. Man könnte doch abkürzen, wenn wir wieder um den Berg gehen hier, oder? Hm? Nein. Wenn es da irgendwo ein bisschen lichter wird. Ja, warte mal, halte mal bitte die Kamera. Ja, ich brauche Trailermaterial. Intro-Material. So, pass auf, wir gehen dann. Das lassen wir dann auch wieder schön im Video drinne, falls eine EVP kommt. Ich stelle jetzt die Kamera hier hin. Ja? So. So, und jetzt kommen wir dann hier irgendwie hochgeklettert. Weil das ist nämlich realistisch dann für den Trailer, weil wir hatten ja eine Kamera in der Pfote. So, und dann laufen wir so an der Kamera vorbei und dann irgendwie so. So, das ist ja nur für den Trailer jetzt ein Stück hier. Genau so. Kamera mitnehmen. Mein Gott, haben wir das wieder gut gemacht. Jetzt haben wir aber wieder gescriptet. Unglaublich. Hier ist wieder eine Lichtung, ne? Guck mal. Ja. Oh, ich kann meine Füße nicht mehr richtig heben. Ich bleib ständig hängen. Was ist denn das hier? Ein Maulwurfshaufen? So komisch sieht der aus. Okay. Das sieht aus wie ein Maulwurfshaufen, ja. Ja? Scheiße, was. Guck komisch. Mal, hier ist jemand gerupft worden. Oh. Da hat jemand nicht keinen Spaß gehabt. Ja, einer schon von beiden. Ja, einer ja. Hier ist jetzt unser um den Berg. Ja. Können wir uns jetzt entscheiden, ob wir hier rumgehen oder da rumgehen? Ach, ist egal, komm, wir gehen hier lang. Das ist jetzt egal. Hier war auch wieder ein Wildschwein am Werkeln. Mhm. Ja, zum Glück ist jetzt hell. Die kommen, glaube ich, eher in der Dämmerung wieder raus. Hell, sagt sie, es ist schon Dämmerung. Meinst du? Na ja, klar, schon Dämmerung. Was macht dein Akku? Der ist fast aus. Hm. Also der ist auch fast leer. Ja, okay. Wenn leer, dann kriegst du die hier. Ja. Hier schaltet sich ja das Display wirklich immer aus. Das kann man nie anlassen. Okay. So, willst du jetzt lang um den Berg rum, oder? Ja. Okay, dann gehen wir hier lang. Ja, ich werde es auch noch schaffen, ey, hier irgendwann mich auf die Fresse zu packen, ey. Ja. Ganz ehrlich. Ja, und hier auch hier liegt wieder so ein Geröllhaufen. Ja, überall. Mit Stahlstreben zwischendrin. Überall. Das ist echt heftig. Ja. Echt heftig.
Ja, wo wieder überall Müll, so viel Müll. Kamera ist aus. Okay. Dann halte mal die bitte. Ich halte die auch noch. Gib mir die erstmal. Onkel wäre nicht der Onkel, wenn er einen Ersatzakku nicht mit hätte. Akku wieder voll. Gut. So, jetzt klettern wir mal hier irgendwie hoch. Halbwegs. Ah, ich liebe es, auf Berge zu kriechen, Leute. Merkt ihr das? Egal, wo ein Berg ist, ich muss da hoch. Das ist mir scheißegal. Sieht schon spannend aus hier. Ja. Es sieht wirklich spannend aus hier. Hier hat auch wieder irgendwas gewütet. Ihr Lieben, ihr dürft immer noch auf die Mikrofone sprechen. Wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg zum Auto. Genau. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt oder ruft ganz laut rein, stopp, wenn wir irgendwo durch Zufall ganz nah irgendwo sind, wo ihr denkt, da sollen wir nochmal gucken, wie auch immer. Ist das ein alter Pilz? Ja, ich glaube schon. Oh, der sieht aber total durchgefressen aus, wa? Ja. Und guck mal, hier so eine Lichtung, hier werden die Wildschweine drin rumeiern. Und da hinten, guck mal, da liegt schon wieder ein Stück Auto oder was? Ja, das blaue, ne? Ja, ja. Das man jetzt auf der Kamera nicht sehen. Wahnsinn. Aber wir sehen's. Ja, und daneben noch was Rotes, guck mal. Ja. Auch wie Autoteile oder größere Bleche auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Hier unten wieder eine Tonne. Am Fuße des Berges hier. Da liegt auch Flaschenmüll. Müll, Müll, Müll. Müll. Hier brauchst du einen BSR-LKW, wenn du hier aufräumen willst, ganz ehrlich. Ja. Krasser Wald. Echt krasser Aber Wald. Aber sowas von, ja. Aber ist wieder Spinnwebel im Gesicht. Der war schon morsch. Danke. Der war schon morsch.
Da oben waren wir. Ah, da war es schön da oben. Jetzt geht nämlich die Sonne langsam unter. Siehst du das da? Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Spinnwebe in der Fresse. Mhm. Ekelhaft. Ja. Musst du dir ein Spinnenstöckchen nehmen? Hä? Da brauchst du ein Spinnenstöckchen. Da brauche ich einen Spinnenstock, ja. Ja. Grüße gehen raus an Ruflist TV. Ja, ja. Man muss sich nur zu helfen wissen. Genau. Ja. Ne? Ja, man guckt ja auch andere Kanäle, wo man selber was lernt. Ja. Gina hat ja 2 Spinnstöcke mit. Wir sagen auch gerne Wünschelruten dazu. Oh, und jetzt habe ich trotzdem eine in der Hand. Dann hast du nicht richtig gespinnstockt. Nein, ich habe nicht gut gestöckelt. Du hast nicht richtig gespinnstockt. Ey, sag mal, wir wollten doch um den Berg gehen. Wir klettern doch schon wieder hier hoch. Wir müssen da lang. Ich kenne den Weg. Hier war er mal. Komm. Vertrau mir, ich weiß nicht, was ich tue. Ja, ich weiß. Aber hier irgendwo sind wir beim letzten Mal hochgegangen, oder? Ja, da, genau geradeaus. Wir sind auch um den Berg gekommen hier. Weil hier drüben muss dann die Kuhle sein, in die ich reingehüpft bin. Nee, die ist mehr hier. Die war hier irgendwo. Wir waren ziemlich nah am Berg dran. Ja? Ja. Aber das ist ja auch hier so eine Kuhle. Ja, aber nicht die. Okay, dann eine andere Kuhle. Ah, vielleicht sollen wir hier lang gehen, weil wir hier mal irgendwas entdecken. Wir gehen einfach mal hier lang. Hier ist sie. Hä? Hier. Habe ich das gesagt? Irgendwo war die doch. Hier. Ja. Dann gehen wir hier wieder runter. Und dann ist dort unten hoch, glaube ich, dann schon der Weg wieder zum Auto. Irgendwann. Ja. Ja. Man hofft es. Ja. Man hört die Straße auf jeden Fall. Ja, ja, wir sind auch dicht dran. Wir müssen jetzt hier runter und dann da links den Weg da lang. Ja. Weißt du, wenn wir jetzt nach links gucken, könnte es passieren, dass wir unser Auto sogar schon sehen. Ja. Oh, guck mal, wie die hier hochgewütet haben. Mhm. Aus der Richtung kamen ja auch die Geräusche von den Schweinen. Das, guck mal, das sieht ja wirklich ganz frisch aus. Ja. Das ist ja vor einer Minute passiert hier. Also hier vorsichtig sein. Immer schön die Ohren offen. Hier. Jetzt müssen wir da lang. Boah, guck dir das an. Ey, was sind das für ein Krater? Ja. Am Arsch, ey. Was haben die hier gemacht? Wir müssen da lang. Das Futtersuche. Ja, guck mal, hier geht der Weg noch weiter. Ja. Nach dahinter. Hier müssen wir, das müssen wir alles noch erforschen. Ich werde irre. Leute, das werden noch Exkursionen, das sage ich euch. Was mich interessieren würde, ob dieser Holzbalken, der jetzt da steht, warum man ja nicht mehr mit dem Auto reinfahren kann, ja, 2019 schon da war. Ja, das ist eine gute Frage. Das wissen wir nicht. Nee. Ich höre auf jeden Fall, da vorne ist irgendwo eine Straße, da müssen wir jetzt hin. Ja. Hat die Gina sich wieder hinter mir versteckt, weil ich die Kamera auf sie gehalten habe. Echt? Hast du? Ja, ja, kamerascheu bist du. Was liegt da rum? Den Berg? Hier, links? Werden wir gleich erörtern. Alte Tasche, ein Rollo. Eine Tasche und ein Rollo. Ein Stück Fenster. Hier ist die Tasche oder Koffer. Matratzen. Okay. Zaun. Also das gleiche in grün wie da auf der anderen Seite im Prinzip. Ja, na dann brauchen wir. Dann können wir jetzt hier weiterlaufen. Ja, hier ist auch alles voll mit Müll. Ja. Ja. Aber komplett. Hier liegt, was ist das?
einen Kühlschrank oder einen Ofen oder sowas. Ein gestreiftes Hemd. Jo, okay. Ich komme da raus. Ja. Guck dir das mal an hier, wie die hier wirklich gewütet haben. Wie das aussieht, die sind doch hier 5000 Mal lang geastet hier. Ja. Wir sind heute nicht hier lang gegangen. Nee. Und hier guckt ihr, alles aufgerissen hier an der Seite. Naja, wenn die jetzt Junge haben, dann müssen die denen ja auch zeigen, wie das geht mit der Futtersuche und so. Ja. Und dann sind die alle hier am Wühlen. Genau. Aber wenn wir jetzt Glück haben, sehen wir jetzt gleich am Horizont unser Auto. Ansonsten müssen wir mal gucken, wo wir hinkommen. Da ist gerade ein Fahrrad vorbeigefahren. Okay. Da vorne. Also die Straße sehe ich. Ja. Hey, langsam. Na, wer hat hier einen Orientierungssinn wie eine Bockwurst? Langsam haben wir es drauf, oder? Da haben wir es raus. Und wir sind jetzt absichtlich im Kreis gelaufen, kann man so sagen. Ja, um den Berg halt. Ja. Ich glaube, die Delete hat etwas Gutes getan mit der Kamera, ne? Ja. Die gefällt dir, ne? Ja, die finde ich gut. Ja. Wir mögen uns. Wer hat die ausgesucht? Du. Richtig. Der beste Kameraführer überhaupt. Ja. Ich sehe hier gar nichts hier auf dem Frontdisplay. Ah, jetzt. Soll ich dir meine Kamera ausleihen? Ja, ich habe ja hier auch noch eine. Guck mal, da kann ich das dann hier so halten, da sehe ich auch, ja. Ja, was ich jetzt hier gerade filme. Ja, Leute, unser Auto ist in Sicht. Outro machen wir mit der Insta. Ja. Tonspur von der lasse ich. Ich weiß nicht, wie ich hier, ich bin 7 Kameras hier aus. Okay, die mache ich jetzt aus hier. So, DJI aus. Also die Action 4. Meine ich. So, und die muss ja anbleiben wegen dem Sound. So, ich würde sagen, mach mal hier. Halt dir die mal bitte noch mal kurz. Ja, mach mal so. Genau. Gut. So, warte mal, erstmal einpendeln hier, irgendwie so. So. So, Leute. Genau. Das war's. Das Auto ist in greifbarer Nähe. Jetzt ist Feierabend. Ich bin fertig wie ein Brötchen, ja. Nur nicht so durch. Ja, wir. Es ist echt anstrengend, sich hier durchzuwursteln. Man muss ständig aufpassen, dass man nicht irgendwie hinfällt, wo hängen bleibt, wo runterfällt, sich ein Knöchel bricht, weil, ja, ihr habt selber gesehen, aber wie gesagt, wer hier in der Nähe wohnt und sagt, ja, ich möchte mir das selber angucken, bitte, ich möchte hier selber gern, suchen, ja. Oder wie auch immer. Ich bin einfach interessiert an dem Ort. Sagt uns einfach Bescheid, dann können wir euch auch genau sagen, wo das ist. Es ist ja. Ein öffentlicher Wald, von daher. Es ist ein öffentlicher Wald, ja. Genau. Hier darf jeder reingehen, wer möchte, wem es beliebt. Seid vorsichtig, wenn ihr hier reingeht. Es ist gerade Frischlingszeit. Wie gesagt, da kann so eine Bache auch mal ein bisschen durchdrehen. Ihr kennt das, ihr habt selber, viele haben selber Kinder, mangelnder Schlaf, deswegen sind die so, wegen nichts anderem. Das hat Gina mir gestern übrigens erklärt. Ich vertraue ihr da, dass sie da kompetentes Fachwissen hat. Ne? Ja, nee, das ist heute mal weniger PU gewesen. Eher doch mal ein Gucken, was ist hier zu finden. Und ja, ich sprachlos, ganz ehrlich. Also. Genau. Ja, eine Mischung zwischen Müll und boah, genial, ne? Mal gucken, was wir trotzdem für Rückmeldungen haben. Ja. Ja, das habt ihr jetzt dann auch schon alles gesehen, wieder mal. Wir ja noch richtig. Nicht. Wir müssen jetzt auswerten, nach Hause fahren. Also Leute, lasst bitte einen Daumen da. Ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Über Mitgliedschaft freuen wir uns auch, weil dann habt ihr diesen Film sogar noch eher gesehen, wenn ihr zu dem jetzigen Zeitpunkt noch kein Mitglied seid. Dann kennt ihr den Film schon eine Woche. Ja. Ich würde sagen, Rinjahorn, bye bye. Gina zählt raus. 3, 2, 1, bis bald. Rinjahorn.